Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserem Minecraft-Let's Play. Ja, jetzt passiert hier gerade etwas ganz Wundervolles. Ich habe darauf gewartet, dass es anfängt zu schneien, damit ihr den, ja, die Entstehung unserer neuen Welt hier live miterleben könnt. Es schneit alles zu. Ich persönlich, mir gefällt der Effekt sehr. Ich denke, wir werden viel Spaß daran haben. Vor allem, weil unsere Jagdhütte eingeschneit relativ schön aussehen wird. Aber wir müssen uns um unser Feld kümmern. Also das Problem ist halt, dass mit der Minecraft 1.1 halt ja, Schnee dazugekommen ist und wir in einem Schneebiotop sind. Und ich bin schon ein wenig dabei, mit euch hier die Sache zu regeln. Ich habe schon eigentlich ein bisschen vorgezockt, eine Viertelstunde neu aufgenommen. Problem ist aber, dass ich einen Bluescreen bekommen habe. Das kann daran liegen, dass ich mir einen neuen Arbeitsspeicher gekauft habe. Und mit diesem neuen Arbeitsspeicher vielleicht noch nicht alles richtig getaktet habe und so. Und ich hoffe, jetzt kommt erstmal kein Bluescreen mehr. Auf jeden Fall ist mein Plan jetzt mit euch folgender. Ich würde sehr gerne unser Feld hier überdachen, dass hier nicht alles einschneit, vor allem nicht unser Weizen erfriert. Und hab da quasi vor, mit euch aus Ziegeln, das Lehm haben wir hier übrigens gefunden am Wasser hier, mit euch vor aus Ziegeln quasi das Haus zu bauen, dass das Glas tragen wird. Denn mit solchen Scheiben hier, mit den Glasplanes, möchte ich dann mit euch die, was gibt's denn eigentlich noch so? Kann man hier noch was bauen mit den Dingern? Ne, nur so viereckige. Aus Glasplanes möchte ich dann mit euch, die Wand bauen. Aber natürlich so, dass sie auch halten könnte. Deshalb hier erstmal so ein bisschen mit den Bricks. Ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. Die haben wir, wie gesagt, gefunden gehabt. Gerade eben in den 15 Minuten, die ich schon gespielt hatte. Und, ja, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass wir dem Ganzen hier so irgendwie versuchen, das Beste abzugewinnen, dass unser Feld jetzt hier am Einschneien ist. Ich weiß, sind ja alles Dinge, die man wieder korrigieren kann. Wäre jetzt nicht allzu schlimm. Und mir persönlich gefällt dieser Schneeeffekt eigentlich sehr gut. Ich finde es schön, dass Schnee wieder drin ist in Minecraft. Aber es stört uns natürlich insofern, weil unser Feld einfriert. Das heißt, wir müssen es einfach erstmal befreien vom Schnee. Und dafür brauchen wir eben erstmal eine, ja, eine Art Gewächshaus. Zugegeben, es ist nicht das, was wir uns vorgestellt hatten anfänglich. Aber ich meine, ja, das Leben ist kein Ponyhof, ne? Und ich bin, wie gesagt, ein Fan vom Schneeeffekt. Insofern juckt es mich persönlich nicht. Ah, Gott, habe ich mich erschrocken. Habt ihr euch auch so erschrocken? Ich habe sie zwar schon gehört, aber oh, 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 oh. Ah. Eieieiei, jetzt kann ich nicht wechseln auf das Schwert. Das ist ja ärgerlich. Ach, kommt ihr Mistviecher. Seid mal ein bisschen cooler. Seid mal ein bisschen gediegener. Boah, wie viel Lebensenergie haben die Viecher? Ach, es ist schon Nacht, ne? Alter Schwede, daran verrotten wir noch, ey. Shit, ey. Ich renne jetzt hier fix erstmal rein. So. Erstmal fix rein und hol unser Schwert raus und heil uns mal mit Nahrungsmitteln. Oh, wie aggressiv. Nein! Oh, wie aggressiv diese Mistviecher waren. Haben wir hier irgendwie... Ach, wir haben ein Stück Erde rangelegt. Dann heilen wir uns erstmal wieder, wie aggressiv die Biester sind. Ist ja unglaublich. Boah. Ich höre es wieder überall röcheln. Vielleicht sind die ein bisschen stärker geworden in der neuen Version. Und ja, wie gesagt, das mit dem Schnee ist eigentlich eine schöne Sache. Mir gefällt es sehr gut. Müssen wir uns zwar erst dran gewöhnen. Wir werden noch nicht die ganze Zeit hier in der Schneewelt sein. Aber das ist dann so ein bisschen wie die Mühle in Krabat, ne? Übrigens, die Mühle selbst auch noch gar nicht fertig. Also macht euch keine Sorgen. Da kommt noch einiges auf euch zu. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir hier einfach einen Ofen hinstellen, dass wir nebenbei noch ein bisschen Gold einschmelzen können oder so. Machen wir es einfach mal. Denn wir haben ja noch ein bisschen Gold-Ore dabei. So. Und das Weizen könnten wir eigentlich in Brot umsetzen. Dafür ist er ja da. So, und dann wird es draußen relativ spannend werden. Da passt die Musik dann auch ganz gut zu. Na, wo sind sie? Da oben. Na, kommt näher. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt viel mehr Arbeitsspeicher drin. Als noch vor kurzer Zeit. Um genau zu sein, 12 GB. Ah, ja, komm her. Allerdings scheint er noch ein wenig warm zu werden, was wahrscheinlich dann die Bluescreens verursacht. Sowas kann passieren.
Okay, dann werde ich jetzt mal mit euch fix in der Schneewehe hier rübergehen. Und ein paar User haben gefragt, ja Bernhard, warum brauchen wir denn... Oha. Warum brauchen wir denn eigentlich kein... warum brauchen wir denn eigentlich keine Brücke mehr? Na, das liegt natürlich daran, dass unsere Welt... wie gesagt, jetzt zugefroren ist. Och Mann, was sind denn das für aggressive Monster? Scheiße. Oh. Ist ja lebensfeindlich hoch 15. Bloß keinen Pfeil mehr fangen. Und lieber schlafen gehen, dass die Monster alle in der Sonne verrecken. Boah, ultra spannend, oder? Huiuiuiuiui. So, dann essen wir mal hier ein bisschen... von unserem... Nee, brauchen wir gar nicht essen. Wir haben ja genug. Jetzt wird hier natürlich überall so Schnee kommen. Das heißt, wir müssen überall so kleine Wärmequellen machen, dass ja nicht über... Also, dass ja nicht unsere Hütte irgendwann voller Schnee ist. Das wäre ja ein bisschen doof. Und ein neues Schwert brauchen wir auch. Leider haben wir nur Cobblestone für sowas. Aber ein Stein-Claymore ist immer noch besser als kein Claymore. Wie gesagt, es ist ein ganz netter Effekt mit dem Schnee. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deshalb ärgert es mich auch nicht mehr. Am Anfang hat es mich richtig geärgert. Ich hatte sogar, ist hier ein Creeper hochgegangen? Wahrscheinlich. Ich hatte sogar die... Ach, seht ihr, hier war der Strudel. Und der Strudel war, weil hier kein Wasser ist. Das können wir ja noch ändern. Ich hatte sogar den Seed geändert von der Map. Und dann war hier alles normales Sommerland. Aber das hat mir nicht gut gefallen. Weil es gab so lustige Effekte, wie auf einmal war überall, quasi es kam überall, wo wir noch nicht waren, auf einmal zum Beispiel riesige Berge oder sonst irgendwas, womit man vorher gar nicht gerechnet hat. Und ja, damit das nicht passiert ist, habe ich den Seed wieder zurückgeändert, wieder die Welt auf den alten Stand zurückgesetzt und zock jetzt mit euch hier in der Winterlandschaft und ich hoffe, ihr seid da nicht allzu böse. So, die Musik, die da im Hintergrund läuft, ist mir ein bisschen zu aufregend. Ich mach mal die nächste an. Bisschen was Ruhigeres. Was auch ein bisschen zu gruselig ist eigentlich. Da könnte ich eigentlich schon wieder weitergehen. Ich habe einen Zufallsgenerator und allerlei Musik. Das ist sozusagen meine Alles-Zusammen-Musik. Und mit der wollte ich jetzt eigentlich mit euch zocken. Aber wenn die natürlich so gruselig größtenteils ist, dann passt das natürlich jetzt gerade zum winterlichen Setting überhaupt nicht. Dann bitte ich einen kurzen Moment der Entspannung. Und ich mache einfach wieder meine Lieblingsplaylist an. Nämlich meine ursprüngliche Klassik-Playlist. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Obwohl es ja gerade eben sehr gut gepasst hat zu diesem hektischen Moment, als wir gegen die... ja, gegen diese Viecher da gekämpft haben. Upsala. Und das Glas, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen haben, dass wir gar nicht genug Sand hätten. Hier in der Nähe, da hinten gibt es eine Wüste. Habe ich schon entdeckt beim Rumlaufen, als ich geguckt habe, ob das mit dem Seed ändern funktioniert. Und jetzt muss ich doch noch eine Sache machen, nämlich die Musik um einiges leiser. So, ich werde das dann im Nachhinein anpassen, wenn wir denn die Aufnahme später quasi... wenn ich die render. So, dann könnten wir hier eigentlich... wenn das jetzt hier 1, 2, dann könnten wir hier eigentlich die nächste Brick-Action starten. So, das ist mir immer noch ein Stück zu laut. So, jetzt passt das und dann die Glasplanes genommen und dann machen wir hier mal so ein richtig schönes Gewächshaus draus. Ich hoffe, das sieht am Ende dann ganz gut aus. Aber irgendwie muss man sich halt gegen die kalte Jahreszeit wehren. Und wie ginge das besser als mit der Hilfe von tollen, tollen Glasblöcken? Das wird dann, denke ich, relativ cool sein. Also mir gefällt es dann wahrscheinlich... also mir gefällt es eigentlich jetzt schon. Und deshalb mal sehen. Hoffentlich euch auch. So. Da müsste hier auch noch so ein Ding hin. Und dann schauen wir mal, dass wir hier... ein Stück weiterkommen. Haben wir denn noch ein bisschen? 13 haben wir noch und 64 haben wir da noch. Dann machen wir vielleicht erstmal die äußere Wand. Und haben wir denn noch ein bisschen Glas hier irgendwo in der Schmelze? Da sind noch ein paar Bricks. Die könnten wir erstmal einsammeln und zu Stones machen. 36, das könnte ganz gut passen. Genau.
Mit 9ern, so. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch neuen Sand holen. Sand haben wir noch 2. Na, die kann man mal reinwerfen. Allerdings wird davon der Kohl auch nicht fett. Da verbrauchen wir eigentlich nur unnötig eine Kohle. Aber wir haben es ja, sei es drum. So. Spinnenseide packen wir mal auch rein. Und jetzt wollten wir daraus hier ordentliche Gläser machen. Schön ist, dass das hier sehr effektiv ist. Also man macht ja einige Gläser aus 6 Gläsern halt 16 Planes. Das ist eigentlich fantastisch. Wenn wir das aus richtigen festen, gemauerten Stückchen machen wollten, dann würden wir eigentlich, ja, viel länger brauchen. So, leider passt nicht mehr. Gut. Keine Sorge, ich mache das Ganze relativ... Ah, ich denke, ich hab mir da was ausgedacht, wie es ganz gut aussehen könnte. Und ihr könnt ja dann mal wieder schreiben, was ihr so davon haltet. Das ist jetzt halt natürlich eine Art Notlösung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier auf einmal im Schnee landen. Es haben zwar einige User denn geschrieben, als gerade die erste, dass das Update quasi gerade frisch rauskam, dass wir wahrscheinlich gewisse Probleme kriegen werden. Und ja, leider hat sich das bewahrheitet, was ihr gesagt habt. Ach nee, das wollte ich gar nicht, oder? Wollte ich das? Nee, ich wollte es eigentlich, oder wollte ich? Ich weiß gar nicht. So, hier könnte ich eigentlich wieder... Ich will es eigentlich relativ äquidistant machen. Das heißt, das müssten jetzt wieder so 2 werden und dann wieder eine längere. So, das heißt, hier müsste tak, tak. Und tak, tak, tak. Sehr schön. Und dann haben wir hier wieder diese Gläser. Ich finde das eine tolle Erfindung in Minecraft, dass wir jetzt diese Gläser hier haben. Die gefallen mir persönlich optisch sehr gut. Und vor allem sind sie eben... Also bauen tun sie sich nicht gut, aber sie gefallen mir optisch sehr gut. Und sie sind eben ultra sparsam herzustellen, ne? So, natürlich nicht, wenn der Bernhard so damit rumaßt. So. Brauchen wir hier auf jeden Fall neue Erde. Und ihr wisst, ich kann das nicht. Ich muss hier... Hoffentlich friert uns nicht das Eis überm Kopf zu. Ich muss hier natürlich alles realistisch machen, sonst ärgere ich mich unheimlich. So. Und hier dann auch aus der Tiefe unseres Flusses. Naja, gut. Der eine kann ja überhängen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, und dann brauchen wir den auf jeden Fall bis hier. Da müsste dann auch nochmal Erde sein. Na, gehen wir am besten nochmal rauf. Mal drumherum noch ein bisschen schön auf. Und wir werden trotzdem eine Brücke übers Wasser schlagen, habe ich mich jetzt entschlossen. Einfach, weil es gut aussieht. So, und hier braucht man noch einen letzten. Den können wir ja machen. Oh, habe ich mich erschrocken vor dem Tintenfisch gerade. So, alles klar. Dann packen wir hier mal wieder so eine kleine Mauer rauf. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen ver... Nein! Gerade wollte ich sagen, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen verdicken. Aber die muss nicht dahin, die muss daneben. Das lässt sich ja leicht herstellen. Diesmal schrecke ich mich nicht vorm Tintenfisch. So. Genau. Und da muss sie hin. Supidupi. Dann haben wir hier die Sache schon hingekriegt. So. Und da auch noch. Und dann dürfte sich jetzt gleich, ja, das Fenster schließen. Den gleichen Spaß betreiben wir natürlich auch in diese Richtung. Den Eingang, würde ich sagen, zimmern wir einfach später rein. So, da haben wir noch 64. Fürs Dach oben reicht es natürlich noch nicht. Hoffentlich ist dann überhaupt, also hoffentlich ist die Wirkung überhaupt die ich mir verspreche. Ich hoffe ja, dass denn quasi, weil wir die Sachen hier innerhalb einer geschlossenen Größe haben, dass da erstens natürlich kein Schnee rauffällt, weil wir ein Dach haben, klar. Aber vor allem hoffe ich halt, dass nichts mehr zufriert, ne? Weil wir das quasi eingebaut haben. Kann natürlich auch komplett falsch sein. Wir werden sehen. Ihr könnt mir das ja dann in die Kommentare schreiben, ob das gut gehen wird. Wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir genug Zeug zusammen haben. So, und vielleicht... Obwohl, nee, ich möchte das eigentlich schon gerne in dieser Höhe haben.
Ich möchte nämlich sehr gerne oben noch einen stabilisierenden Holzkranz machen. Und den werden wir dann aber wahrscheinlich einfach da oben raufzimmern. Ich kann mir das ganz hübsch vorstellen. Ja, dieses Glas zu bauen ist eine frickelige Angelegenheit. Man kann ganz leicht daneben klicken. Ne? So. Das weiß doch schon mal zu... Huch. Das weiß doch schon mal zu gefallen. Wir könnten auch mal einen neuen Weizen ernten. Allerdings ist hier natürlich immer das Problem... Upsala. Sowas zum Beispiel. Dass das Wasser eben irgendwie nicht ganz aufgetaut ist immer. Wo hier eine Fackel ist, die ja eigentlich Wärme spenden sollte. So ganz bin ich mir auch noch nicht sicher, wie das so funktioniert. So, dann brauchen wir also noch ein bisschen Lehm. Und wir brauchen noch ein bisschen Sand. Und durch diese Eisschicht können wir natürlich kein Stück durchgucken. Was natürlich beim Suchen von Sand eher unpraktisch ist. So. Wir tauschen natürlich den Sand sofort. Ach nee, da ist ja nochmal Sand. Was ruhig ein bisschen tiefer bauen können. Wer weiß, so, ich meine, Glas, ja, braucht nun mal Sand. Das ist realistisch. Und, warum sollten wir den nicht hier einfach so rausbauen? Vor allem, wenn das Wasser gefroren ist, dann bricht das auch nicht die ganze Zeit hier ein. Das ist ja eigentlich auch eine coole Sache. Ja, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich unter dem Eis hier lang bauen und könnten sogar eine, ja, irgendwas bauen, was unterhalb dieser Sache sein könnte, was eigentlich ziemlich cool wäre. Vielleicht treffen wir ja sogar noch auf Lehm. Dann tauschen wir quasi das hier gegen normale Erde aus und es wird, glaube ich, gerade wieder dunkel. Oder es wird einfach nur unter dem Eis dunkel. Nee, es wird einfach selber sehr dunkel. Okay, dann mal ab wieder zurück in die sichere Behausung, weil gerade eben war es ja schrecklich aufregend, als wir da die ganze Zeit gegen die Monster gekämpft haben. Das war mir viel zu aufregend. Und ich höre sie schon wieder. Oh, 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 oh. Wir sollten vielleicht auch ein Bett in die Mühle stellen. Oh, da ist schon wieder einer. So ein blödes Skelett mit seinen doofen Pfeilen. Aber ich kümmere mich einfach nicht drum. Die Sonne wird es schon richten. Hauptsache, hier kommt kein Creeper, der uns besiegt. Und ich finde ja unsere Hütte im Schnee schon relativ hübsch. So. Gute Nacht, ihr Lieben. Und da sind wir wieder. Ja, ich finde diese Schneewelt, die sieht echt... Die sieht nett aus. Also ich verstehe, warum sie Schnee wieder angemacht haben. Aber natürlich ist es für uns... In dem Sinne schon eher so, ja. Natürlich eine Überraschung. Zumindest für mich war es eine. So, 64 Sand haben wir da schon wieder zusammen. Dann schlittern wir hier mal. Hier lag übrigens der Lehm. Dann schlittern wir mal da unten drin. Wir könnten hier eigentlich auch mal Erde reinlegen. So. Schlittern wir mal zurück zu unserer Sandmine. Natürlich nicht ohne vorher neues Glas zu machen. Hui! So, und zwar. Ja, 64 Stück da rein. Noch ein bisschen Kohle hinterher batzen. Und zurück unter das Wasser. In der Hoffnung, hier genug Sand zu finden. Dann müssen wir die Wüste nicht terraformen, sozusagen. Da scheint ein Skelett zu sein, was noch in Wasser drin ist. Zumindest lebt es wahrscheinlich deshalb, weil es nicht verbrennt. Und es wäre natürlich toll, wenn wir hier noch ein bisschen Lehm finden würden. Wahrscheinlich würde eine Lehmblase reichen. Unsere Schaufel ist auch gleich wieder... Ach, eine Höhle. Na doll. Da fangen wir sofort hier wieder... ein direkt... direkt genatzt... vom Skelett. Huch. Der erscheint... Oha. Creeper. Ja, wenn da Creeper-Probleme sind, dann bin ich lieber erstmal weg. Da habe ich ein bisschen Angst. Dann packen wir mal... in diesen Ofen die anderen schönen Sandstückchen, die wir jetzt haben. So, 6 Glas natürlich bei weitem noch nicht genug. Und dann gehen wir vielleicht mal so ein bisschen auf Erkundungstour, was jetzt hier eigentlich noch so um uns herum alles so entstanden ist. Ne, Spinni? Tot ist sie. Und wir sollten uns auch unbedingt wieder eine volle Eisenrüstung machen, weil ich merke das hier. Wir spielen ja auf dem Schwierigkeitsgrad normal und mit Rüstung ist die Sache auch wesentlich leichter als ohne. So, hier hat Nein. Ach, Mann, ich bin so ein Dussel. Ja. Das waren also so ziemlich fast alles unsere Items und unsere Erfahrungspunkte. Irgendwie läuft's gerade nicht ganz so gut.
Ich wollte gerade sagen, hier ist Lava, da ist kein Schnee, da ist der Schnee wohl geschmolzen. Und, ja, da hat Minecraft kurz geruckelt. Und da sollten wir nicht. Da sollten wir nicht reinfallen. Da ist Minecraft schon wieder geruckelt. Seltsam. Seltsam. Na, mal sehen, vielleicht sind noch ein paar unserer Items gerettet worden, dadurch, dass wir noch an den Rand schwimmen konnten. Ach, das ist ja jetzt doof gelaufen. Ach, Menno. So, wo ist denn die Lava? Vielleicht noch wenigstens was von unseren Nahrungsmitteln. Ja, da sehe ich noch was. So, gefährlich. Dann werden wir jetzt hier uns ganz vorsichtig der Angelegenheit nähern.